Walderstadt und Bad Liebenzell gibt's ein kleines Dorf. Herr B. lebt in Mützlingen, wirkte als Pfarrer dort. Die Leute waren arm, schliefen oft im Gottesdienst ein, denn ihr Leben war hart und es gab viel Krankheit, Leid und Pein. Eines Tages gab es seltsame Dinge in seiner Pfarrei. Es gab eine Frau dort, die war überhaupt nicht frei. Es spukte nämlich, polterte laut in ihrem Haus. Die Leute hörten es und es war für sie ein Graus. Jesus ist Sieger, rief laut der Dämon. Wir sind überwunden durch Gottes Sohn. Denn Jesus ist Sieger, das gilt auch noch heut, denn er ändert sich nicht im Wandel der Zeit. Die Dämonen quälten ständig diese arme Frau. Tote Menschen standen an ihrem Bett, sie sah sie ganz genau. In dem Dorf gab es schwarze Magie und auch Zauberei. Pfarrer B. war ratlos, was jetzt zu machen sei. Doch langsam merkte er, dass das der Teufel ist. Dieser böse Geist ist voller Lüge, Tücke und List. Und in so einem Fall hilft nur Gottes Wort und viel Gebet, damit der Böse weicht und endlich geht. Jesus ist Sieger, rief laut der Dämon. Wir sind überwunden durch Gottes Sohn. Denn Jesus ist Sieger, das gilt auch noch heut, denn er ändert sich nicht im Wandel der Zeit. Der Spuk in diesem Haus hielt noch lange an. Sie sahen, was der Teufel alles machen kann. Der Pfarrer wollte, dass die Frau sei endlich frei und durch Gottes Kraft zerbrechen die Macht der Zauberei. Lange Zeit schien es, als könne sie nicht überleben. Doch Pfarrer B. war nicht bereit, die Frau aufzugeben. Kämpfte er weiter, warf durch Jesus die Dämonen raus. Und schließlich wichten sie alle aus ihrem Haus. Denn Jesus ist Sieger, rief laut der Dämon. Wir sind überwunden durch Gottes Sohn. Jesus ist Sieger, das gilt auch noch heut, denn er ändert sich nicht im Wandel der Zeit. Als der letzte Dämon endlich gegangen war, wurde das Leben auf dem Dorf wirklich wunderbar. Pfarrer B. nahm die Frau als seine Tochter dann und vertraute ihr sogar seine Kinder an. Jesus ist Sieger, rief laut der Dämon. Wir sind überwunden durch Gottes Sohn. Jesus ist Sieger, das gilt auch noch heut, denn er ändert sich nicht im Wandel der Zeit.